Der Ball rollt weiter mit ihm. Joachim Löw hat sich entschieden, Bundestrainer zu bleiben. Obwohl das DFB-Team bei der WM in Russland in der Vorrunde als Gruppenletzter ausgeschieden war, wird Löw laut DFB-Mitteilung das Amt als Trainer der Männerfußballnationalmannschaft behalten. Löw ist mittlerweile 58 Jahre alt. Er hatte sich nach dem erstmaligen Vorrundenaus in der WM-Geschichte des DFB-Teams zunächst Bedenkzeit erbeten. Löw hatte den Posten als Nationalmannschaftstrainer als Nachfolger von Teamchef Jürgen Klinsmann im Jahre 2006 übernommen. Danach hat er das DFB-Team bei jeder WM- oder EM-Endrunde, mit Ausnahme der jetzigen WM in Russland, mindestens bis ins Halbfinale geführt. Höhepunkt seiner Laufbahn bisher war der Gewinn des Weltmeisterschaftstitels 2014 in Brasilien. Im Mai dieses Jahres hatte Löw seinen Vertrag kurz vor Beginn der WM um 2 Jahre bis 2022 verlängert.